Okay, hallo, entschuldigt, wir haben gerade einen leichten Drehdisput. Hi, ho, und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich bin immer noch Helena, obwohl ich mir die Haare schneiden lassen habe. Weil ich erwähne das immer, weil ich bin ja auch gesichtsblind. Wenn sich immer was ändert, dann weiß ich auch nicht mehr, wer es ist. Also gleich erwähnen. Damit geht man sicher. Ja, also. Ich wollte euch ein kleines Update geben zum Thema rausgehen, Masken, Impfen, Gesundheit. Nein, das ist als mein Hase. Der hat gerade niesen müssen. Und auch vielleicht ein bisschen was zu Leo und der allgemeinen Situation. Ihr wisst schon, einfach das typische Update, wenn man immer, wenn ich neu anfange, kommt auch ein Update-Video. Ja, also. Folgendes, was kann ich sagen? Also zum Thema rausgehen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich so einen Schlafmangel habe, dass ich selbst auf der Kamera aussehe, als wäre ich ein Dachs. Oder ob es einfach so eine gewisse, ja, gewisse Gewohnheit ist oder eben nicht. Aber zurzeit machen mir die Corona-Masken gar nicht mehr so viel aus, muss ich zugeben. Aber. Also ich kann damit relativ gut umgehen, muss aber auch zugeben, meine Eltern erkenne ich trotzdem immer noch nicht, wenn sie sie aufhaben. Aber deswegen habe ich auch bei meiner Mutter beim Ausflug Patschepfötchen gehalten, damit ich sie bloß nicht verliere. Ja, und ja, das zum Thema Masken. Zum Thema Impfen habe ich euch ja letzten Monaten ein sehr langes Video gedreht, wo ich gesagt habe, dass ich mich nicht emotional erpressen lassen möchte mit Impfen und Nicht-Impfen und so weiter. Habe aber einen ganz, ganz wichtigen und auch validen Aspekt aus meiner Perspektive dabei vergessen. Ich gehe nicht raus. Also, es ist bei mir im wahrsten Sinne des Wortes egal, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ich bin, wenn dann, bloß eine Zahl für die Quote, aber mehr bin ich auch nicht. Ich bin dann eine Quotenleiche. Ich liege dann irgendwo in einem Aktenordner mit, die wurde geimpft, aber mich wird nie jemand fragen, bist du jetzt geimpft oder nicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass meine Zweiteltern fragen, Elena, zeig uns deinen Impfpass. Ich glaube auch, meine Großeltern werden nicht meinen Impfpass fordern und sonst bin ich hier nirgendwo. Also. Und also habe ich da den Vorteil, dass ich da mich nicht impfen lassen muss, weil ich da halt, ich gehe nicht zu Partys, ich gehe nicht in Cafés, ich hänge weder auf Tinder rum noch sonst irgendwo, wo man sich trifft oder so. Ich meine, ja, es macht für mich keinen Unterschied. Und von daher, und wenn ich in Läden gehe, trage ich halt Maske und halt zu jedem Abstand. Aber das habe ich auch schon vor Corona gemacht. Jetzt finden es die Leute nur aufmerksam. Früher fanden sie es sonderbar. Jetzt finden sie es nett und aufmerksam, wie sich die Zeiten ändern können. Ja, Leo, und den mache ich mir gerade zurzeit ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin, weil der hat sich entschieden, diesen Schuh zu fressen. Es ist wirklich, ich habe einen Fluch auf mir. Jedes Mal, wenn ich eine neue Kaninchengeneration habe, entscheide ich mich, ich möchte einen Schuh kaufen. Ich möchte Hausschuhe tragen. Ab jetzt trage ich Hausschuhe, damit ich einfach etwas. Ja. Das war mein zweitklassiger Kameramann. Gutes Personal zu finden, ist nicht so einfach, wie man sagt. Ja. Gut, jetzt habt ihr ein bisschen unseren Gang gesehen, aber gut. Ja, auf jeden Fall war es so, dass Leo vor ein paar Tagen einen riesen Fellknäuel von sich selbst gefressen hat. Und das sollte er eigentlich nicht tun. Und kennst du meinen Kamerakrümel? Ja, gut, geh wieder zum Schuh. Und ja, und deswegen mache ich mir ein bisschen Gedanken, nicht, dass er da jetzt Bauchweh deswegen kriegt. Ich habe Bauchweh, weil er vielleicht Bauchweh kriegen könnte. Ja, so läuft das. Gut. Sonst kann ich eigentlich update-technisch glaube gar nichts sagen. Wie gesagt. Vielleicht doch nicht so schlechtes Personal. Ja, doch, ich kann euch noch was erzählen zum Thema, wie es denn jetzt mit den Dreharbeiten zu meinem. Oh,